Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und das, was ihr hier gerade seht, das ist, das ist eigentlich noch von der Nacht von Samstag auf Sonntag, nämlich unser Aufstieg in die Champions League 3. Und das waren nur die Ergebnisse. Ich habe das alles festgehalten. Facecam kommt gleich, keine Bange. Aber das ist so ein kleines, einfach nur ein Video, weil ich genau wusste, ich schaffe es natürlich nicht, rechtzeitig hier aufzunehmen. Und ihr seht das, 38, 28. Haben wir den ersten Krieg, glaube ich, gewonnen und den letzten 30-30. Es war ja super, super knapp und es war so eng. Die das gesehen haben im Livestream, also es war wirklich krass, muss man sagen. Und wir haben die Gruppe ja dann doch gewonnen am Ende. Wir haben aber doch nicht mehr die 10 draufgekriegt, wie ich vermutet hatte, die 200 oder die 300, sondern wir haben dann doch eher nur die 290 behalten. Und ihr seht das auch im Chat, wird das immer schön eingeblendet. Aber ich denke mal, jetzt gehen wir mal zur richtigen Facecam-Folge über. Und jo, da ist er. Hallöchen. Ich kann euch gar nicht zeigen heute. Also ich wollte eigentlich nur noch mal auf das letzte Event drauf rumreiten. Also die Liga ist vorbei. Wir sind einen aufgestiegen. Ich hoffe, ihr seid auch aufgestiegen oder ihr seid extra abgestiegen. Keine Ahnung. Einige bei uns wünschen sich die Liga auch gerne mal wieder zurück. Ich würde sagen, wenn ich einfach weiter erzähle, suche ich mal einen Clan-Gegner, einen Gegner hier, wo ich so ein bisschen Loot reinholen kann. Also einige wünschen sich die Liga wieder. Ich zeige euch gleich auch, warum das so ist. Denn bei uns ist natürlich das, Liga-Matching immer oder in der Regel jetzt 12, Rathaus 12 gegen Rathaus 12, da ist eher selten ein Elfer dabei. In der letzten war noch so hier und da ein Elfer dabei, aber das war auch dann eher weniger. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich habe ja schon so viel Stimmen jetzt gesammelt die letzten Tage, wo das Matchmaking nicht passte. Leute, es ist kein Matchmaking, es ist ein Liga-Matchmaking. So muss man das mal sagen. Oh Mann, ich dachte, der Loot-Gott hat heute gar nichts mehr für mich über, aber er hat diese 600.000 hier doch für mich über und die nehmen wir natürlich dankend mit in der ziemlich ausgebrannten Base hier. Ich droppe immer so ein bisschen die Pokis auch, das heißt also, ich will mich eigentlich immer nur, was habe ich denn da? Okay, ich habe ein paar Loons dabei. Ich will mich eigentlich immer nur in so ein bisschen in der Champions League rumlümmeln, so muss ich mal sagen. Und jedes Mal, wenn ich dann viele Pokale wieder gewinne durch irgendwelche Devs oder so, die droppe ich dann wieder, sodass ich immer so mich so ein bisschen im Moment in Champion 3 rumtummel. Das reicht für mich vollkommen. Also viel, viel höher muss ich es da gar nicht haben. Und deswegen ist das hier für mich eigentlich ein ganz, ganz cooles und ein ganz chilliges Mauerngefarme. Mehr müssen wir ja nicht mehr machen mit diesem Account hier. Ist natürlich auch, ja, ich will nicht sagen, ein bisschen schade. Ich bin froh, dass ich überhaupt mal einen Account so weit habe vor dem nächsten Rathaus, dass ich fast mal sagen kann, da geht sicherlich ein bisschen mehr. Und hier machen wir mal in die Mitte auf. Das ist jetzt ziemlich unnötig, habe ich jetzt, glaube ich, gerade festgestellt. Aber da sind ein paar Bowler in der Mitte. Okay, dann können wir jetzt mal sehen. Ich glaube, wir schicken jetzt hier mal die Hawks rein, dass die Luftabwehr da hinten noch weggeht. Die heilen wir hier einmal durch und dann muss ich jetzt irgendwie mal meine Loons hier sinnvoll einsetzen. Da könnte ich das schon mal machen. Das war gar nicht sinnvoll. Luftabwehr und Queen, okay. Das hat gar keinen Sinn gemacht, alles klar. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Dann starten wir mir. Wir starten die mal von hier hinten. Wo sind denn eigentlich meine Hawks? Oh, meine Hawks sind noch da. Dann können die nochmal geheilt werden. Alles klar. Und hier mal, oh, ich habe 4 Cleanup-Bogies. Geiler Scheiß. 4 Cleanup-Bogies, die habe ich ja echt selten dabei. Naja, okay. Sei es drum. Ich muss den Ward noch nicht zünden. Aber ich habe zumindest gleich wieder eine Armee am Start. Kann also gleich weiterfahren hier. Ohne dass ich jetzt großartig euch ja nicht zeigen kann. Alle CKs sind vorbei. Wir sind mittlerweile in der neuen Suche. Beziehungsweise wir haben ja einen Gegner gefunden, den will ich euch gleich auch mal wieder zeigen. Den kann ich euch mal wieder nicht vorenthalten. So, Queen, King. Und deswegen wünschen sich so viele bei uns die Liga wieder zurück, denn da passt das Liga-Matchmaking. Aber das reine Matchmaking passt hier mal bei uns mal wieder sowas von gar nicht. Bevor wir reingehen, gucken wir uns eben mal an, was der Yannick hier verbrochen hat. Ab und zu gucke ich auch mal so ein bisschen die Clan-Mates an.
was die denn eigentlich so machen und oder wie sie so üben, wie sie so farmen, ist ja auch mal immer ganz interessant. Dann kriegt man immer so ein bisschen mal mit, wie machen das eigentlich andere? Machst du es nicht richtig oder machst du es uneffektiv, je nachdem, was man ja letztendlich fahren will. Ich brauche eigentlich nur noch Gold und Elex für die Mauern hier mit dem Account. Mit allen anderen brauche ich auch noch so viel, Leute. Und es gibt noch so viel zu tun. Auch in dieser Woche gibt es reichlich zu sehen. Er nimmt sogar den Slammer hier mit. Es gibt reichlich zu sehen, also aus vielen Ratostufen. Ich habe so ein bisschen viel, so ein bisschen oder mal wieder ein bisschen mehr im Kopf, was wir so machen können. Wir werden sicherlich, hatte ich glaube ich auch schon im Stream angedroht, auf den zwei Socken auch wieder ein bisschen mal kommen. Den habe ich jetzt auch schon etliche Tage nicht gespielt. Ich glaube, der Chefkoch, ja, irgendeiner wird Rathaus 9. Ich habe ja einen angestoßen. Auch da schlagen wir uns mal mit einer Low Queen rum. Und es bleibt auf jeden Fall interessant. Aber Glückwunsch an der Stelle an den Clan-Herausforderer, also an den Community-Clan, auch zum Aufstieg in der Liga. Und auch da wird es demnächst nicht einfacher. Ich bin echt mal gespannt, überhaupt, wie die nächsten Ligen hier werden, wie wir uns wieder verteilen werden und wie wir vielleicht auffüllen müssen. Keine Ahnung. Einige werden, glaube ich, nicht mehr irgendwo mit ihrem Neuner da spielen, wo sie jetzt gerade gespielt haben. Unter Umständen muss man einfach Clans aufmachen für ein Event, macht sie danach wieder zu oder lässt sie vielleicht auf mit dem Low-Account drin, sodass man dort immer so ein bisschen Liga spielen kann, bis es halt nicht mehr geht. An irgendeiner Stelle geht es halt nicht mehr mit der Truppe, mit der man gerade dabei ist. Das haben wir ja auch gemerkt und sind aber jetzt seit zwei, drei Kriegen hier, beziehungsweise liegen hier sehr, sehr stabil dabei, haben also ständig eine kleine Steigerung gehabt von erstmal grün Aufstieg, danach glaube ich haben wir die Liga zweimal, meine ich, gehalten und dann sind wir zweimal aufgestiegen, beziehungsweise nee, wir haben zweimal gehalten, glaube ich, und sind jetzt einmal aufgestiegen. In Champions 3 waren wir ja schon. Aber gucken wir gleich gut, ruhig mal rein in das Ergebnis hier. Okay, da hat er jetzt nicht ganz so viel gerockt. Wurde ein bisschen früh gezündet, hat er auch gesagt. Also, ligamäßig ist hier die Steigerung immer da gewesen. Wir haben einmal, okay, richtig, Meisterliga gestartet, Champions League. Danach haben wir uns hier gehalten. Also sechster, fünfter Platz, dritter Platz und dieses Mal erster Platz. So ist es nämlich gewesen. Und wir gucken aber mal in den aktuellen Clan-Krieg rein, wo es dann eben schon wieder hieß, dass schon wieder so A-Loch-Accounts dabei sind und wir sind auch richtig viele Zwölfer mittlerweile. Ihr seht das, 13 Stück, wenn ich mal so ein bisschen im Jahr zurückspule, da waren wir hier oben oder überhaupt mal so ein ganzes Jahr zurückspule, da waren wir hier oben drei zu Rathaus 12. Startzeiten waren wir hier oben drei Stück, mal gerade so und jetzt sind wir hier schlappe 13. Also es ist wirklich, wirklich krass. Unten haben wir noch ein paar Neuner. Das sind unsere Stammneuner, so will ich sie mal benennen. Denn ich sage ja immer wieder, wir nehmen erst ab Rathaus 10 auf, aber wir haben natürlich ältere Leute, die hier schon länger drin sind, die noch Rathaus 9 sind. Gabusa, Dominik, 4play, Forever und Uncharged, der hier mal so ein paar Runden mitkämpft. Und der Gegner hat erstmal schon mal zwei Rathauser mehr. Also zwei Rathaus, Zwölfer mehr, das ist aber nicht so schlimm, das werden wir kompensieren. Und hat dann ein paar Elfer. Oh, so viele, drei Stück. Nein, er hat mehr, mal wieder mehr. Ich weiß, ich erzähle euch da nie was Neues. Das sind diese komischen Accounts hier mit dem, ja, mit dem A-Loch. Ich meine, so wirklich dolle sind die alle nicht. Ihr kennt das vielleicht, vielleicht habt ihr auch selber so einen Account, keine Ahnung. Aber das ist. Das ist Fressfutter hier. Mehr ist das für unseren Clan leider nicht. Ich übertreibe da auch, glaube ich, nicht. Und die Tage hat übrigens jemand gefragt, hey, was sind das für Briefchen hier neben den Rathäusern? Ja, diese Briefchen, da stehen schon mal kleinere Notizen dran. Hier steht Rathaus 9 dran. Und sobald eine Notiz dran ist, die hat der Ei hier reingepinnt, hat man so ein kleines Briefchen. Hat, glaube ich, irgendjemand gefragt. Fand ich ganz, ganz nett. Ich meine, wenn man es wirklich nicht weiß und noch nie gesehen hat oder diese Funktion gar nicht nutzt. Im oberen Bereich wissen wir das noch nicht. Da haben wir jetzt schon mal zwei hier gebrieft. So nennen wir das immer. Und den Rest aber noch nicht. Also hier ist auf jeden Fall alles offen. Ich bin mal gespannt. Persien Wolf haben auch eine nette Siegesserie von 5. Wir haben eine Siegesserie von 8. Also es bleibt weiterhin spannend. Aber ich meine,
es macht schon ein bisschen Eindruck hier, Champion 2 jetzt, oder da geht sicherlich was, aber bei mir geht auch was. Bei mir gehen leider nur noch Mauern und deswegen machen wir es wieder auf die Suche hier nach so ein bisschen Loot. Mal sehen, wie lange ich dieses Mal suchen muss. Ich muss euch das leider schneiden, denn die Suchen sind hier nicht ganz endlos. Nein, ich muss euch das nicht schneiden. Ah, ich bin so glücklich. Ich muss es euch nicht rausschneiden. Sauber. Den haben wir gefunden hier. Mal sehen, wie wir den jetzt angehen können. 658.000 ja, Gold kann ich in jedem Fall super gebrauchen für noch eine weitere Mauer. Da ist einer im Ausbau, glaube ich. Ist der im Ausbau? Kann man das eigentlich genau sehen, ob der im Ausbau ist oder ob der tot ist? Nee, ich glaube, der ist schon tot, oder? Ich glaube, der ist schon tot. Dann gehen wir mal über diese Seite auch rein. Wo ist denn eigentlich die Queen am rumhüppeln? Die ist auch auf der richtigen Seite. Passt. Okay. Also, dann gehen wir hier mal rein. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ein bisschen näher rein für euch. Ja, Toto, geh du mal näher rein und setz mal versehentlich ein paar Truppen. Okay, ist nicht ganz so schlimm. Alles nicht so schlimm. Können wir kompensieren. Und wir kompensieren jetzt schon mal unseren Zauber hier. Das ist nämlich der Zauber. Einmal Queen, einmal King hier reingesetzt. Jetzt müssten die eigentlich alle so ein bisschen so Richtung Mitte fahren. Ah, das machen sie auch. Okay. Ah, das war jetzt mal wieder ein bisschen dösig. Aber ihr seid nichts anderes von mir gewöhnt. Die Dösigkeit, will ich mal so sagen. Und jetzt ist hier irgendwie so wenig in der Mitte. Ah, okay, da ist jetzt doch ein bisschen was in der Mitte. Da gehen jetzt noch so ein paar Bowler rein. Die kann ich auch noch mal in Wallung bringen hier. Ja, die bringen wir noch mal in Wallung. Wo setzen wir jetzt unsere Hoggies an? Ich würde sagen, die nehmen wir mal hier mit. Ich würde sagen, die nehmen wir mal hier mit. Dann können die ein bisschen mit rein ins Getummel. Das sieht ganz gut aus. Und dann können wir die hier einmal durchheilen. Ja, hier brennt nichts an. Ich kann wirklich super im Moment farmen hier. Ich bin auch echt gut zufrieden, was das Mauernfarmen angeht. Ich habe erst gedacht, das wird so richtig träge. Aber es geht. Es geht. Und wir halten uns hier wacker. Ich bin mal gespannt, wie viel ich noch in. Wollte gerade sagen, wie viel ich noch in diesem Jahr schaffe. Ich will vor dem neuen Rathaus auf jeden Fall die Mauern irgendwie fertig haben. Und jetzt habt ihr natürlich nur ein bisschen Gefarm und ein bisschen Gequatsche von mir gehört. Ich hoffe, das war jetzt mal nicht ganz so schlimm. Wir haben am Wochenende hart im Stream überzogen. Ich verlinke euch den morgen erst. Heute verlinke ich euch ein anderes Video. Also, es bleibt in jedem Fall in dieser Woche spannend. Ich kann natürlich auch nachbauen. Auch das solltet ihr mal tun. Jetzt habe ich natürlich doof nachgebaut. Okay. Jetzt habe ich hier mal wieder keine Karre, beziehungsweise hier in der Pipe keine Karre. Also ich muss jetzt gleich wieder ein Luftschiff verspenden. Mal sehen. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns in dieser Woche reichlich. Bis dahin, euer Toto. Ich habe es vergessen. Angenehmen Wochenstart und viel, viel Glück und Muße bei den Clanspielen. Bis dahin. Ciao, ciao.